Im Kern zählte die Gruppe 25 Personen. Männer und Frauen aus unterschiedlichen sozialen Schichten mit unterschiedlichen Einstellungen zu Politik und Religion. Worin sie sich aber einig waren, das war ihre Gegnerschaft zu Hitler und dem Nationalsozialismus. Manche von ihnen sind sich nie begegnet, aber alle haben zusammengearbeitet an einem Konzept für ein neues demokratisches und rechtsstaatliches Deutschland nach Ende des Nationalsozialismus. Denn dass das Dritte Reich zu einem Ende kommen würde, davon waren sie überzeugt. Manche von ihnen haben für ihren Einsatz den höchsten Preis gezahlt und wurden umgebracht. Wer waren sie und was wollten sie erreichen? Der Kreisauer Kreis entstand 1940. Initiiert wurde die Gruppe, die man auch als großes Netzwerk beschreiben kann, von zwei Juristen aus Schlesien. Beide evangelisch, beide aus adligen Familien und beide waren auf großen Landgütern aufgewachsen. Peter Graf Jörg von Wartenburg in Kleinölz und Helmut James Graf von Moltke in Kreisau. Was ihre politische Einstellung anging, unterschieden sie sich. Graf Jörg von Wartenburg war konservativ und national eingestellt. Helmut James Graf von Moltke war Sozialdemokrat. Die beiden Juristen waren sich aber einig in der Bedeutung von Rechtsstaatlichkeit für einen guten Staat. Und beide waren entsetzt über das Ausmaß von Willkür im nationalsozialistischen Deutschland. Die Mitglieder des Kreisauer Kreises waren der Ansicht, dass sich die Hitler-Regierung nur durch einen Staatsstreich, angeführt von den Generälen der Wehrmacht, oder durch eine Niederlage würde stürzen lassen. Sie waren gleichzeitig überzeugt, dass ein reiner Regierungssturz nicht ausreichte, dass man auch ein Konzept haben müsste für die Zeit danach. Denn die Weimarer Ordnung, die von 1918 bis 1933 Deutschlands politische Landschaft bestimmt hatte, hielten sie für gescheitert. Um nun etwas zu entwickeln, was später breit akzeptiert werden könnte, suchten die Initiatoren Mitstreiter aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft, aus Adel wie Sozialdemokratie, von evangelischen wie katholischen Christen. Die von den Grafen Jörg von Wartenburg und von Moltke gegründete Gruppe hatte keine feste Struktur. Sie hatte auch keinen Namen. Kreisauer Kreis wurde sie im Nachhinein von der Gestapo genannt. Man konzentrierte sich auf die Arbeit, traf sich zu zweit, zu dritt und von solchen Arbeitstreffen lassen sich allein für Berlin über 100 nachweisen. Hier in Kreisau kam man nur dreimal zusammen, das aber waren dann unter dem Deckmantel von Ferien oder Familienfeiern größere Begegnungen. 10 bis 12 Personen über ein ganzes oder verlängertes Wochenende. Und so konnte man in der Abgeschiedenheit Kreisaus in relativer Sicherheit ausführlicher diskutieren. Die Mitglieder der Gruppe arbeiteten an einem Konzept für eine neue politische Ordnung in Deutschland nach Ende des Krieges. Gleichzeitig bemühte man sich um Kontakte in Richtung der Alliierten, insbesondere nach Großbritannien und in die Vereinigten Staaten und zu Widerstandsgruppen in von Deutschland besetzten Ländern. So wollte man den Boden bereiten, um dann nach Ende des Krieges die eigenen Ideen auch Wirklichkeit werden lassen zu können. Der konspirative Ansatz in der Arbeit der Gruppe hat sich bewährt. Bis zum 20. Juli 1944 weiß die Gestapo nichts über den Kreisauer Kreis. Aber nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler gerät auch diese Gruppe in das Visier der Gestapo und etwa die Hälfte der Mitglieder der Gruppe wird vor Gericht gestellt. 9 von ihnen werden zum Tode verurteilt und 8 dann auch hingerichtet. Unter ihnen die 2 Gründer, Peter Graf Jörg von Wartenburg und Helmut James Graf von Moltke. Das Vermächtnis der Gruppe wäre vielleicht verloren gegangen, wenn es nicht Freier von Moltke gegeben hätte. Die hat sich aktiv dafür eingesetzt, die Erinnerung an ihren Mann und die ganze Gruppe wachzuhalten. Es sind auch einige Dokumente erhalten und wenn man sich anschaut, wie die Pläne für ein zukünftiges Europa aussahen, stellt man fest, dass das dem, was heute Wirklichkeit ist, sehr nahe kommt. Kreisau, der Ort von Bildung und Begegnung, an dem wir uns gerade befinden, legt Zeugnis darüber ab, welche Kraft die Visionen hatten, die der Kreisauer Kreis entwickelte. Und einer unserer Aufgaben ist es, die Erinnerung an diese Männer und Frauen zu bewahren, die in der Realität eines totalitären Staates es gewagt haben und fertigbrachten, ein rechtsstaatliches Morgen zu denken und zu planen, obwohl sie wussten, dass sie genau das Leben kosten.